Hallo. Hi, Elena. Hallo. Hi, Hallo, Lina. Rocco. Guten Morgen an alle. Guten Morgen. So. Today we may talk about choice. Heute sprechen wir über Wahl. Like how many times do we think we only have one or two choices available for us? Wie oft denken wir, dass wir nur eine oder zwei Wahlen verfügbar haben für uns? And how much does it feel so contracted? Und wie fühlt sich das zusammengepresst an? It's not fun. Das macht keinen Spaß. And what would it take to have more than one or two choices? Und was würde es brauchen, mehr als ein oder zwei Wahlen zu haben? Like more choices. Like sometimes we say like I have more choices, but they are not real for me. Etwas mehr zu haben als ich habe Wahlen, aber für mich sind sie nicht real. Ich kann sie nicht wählen. Like I can choose to have a Rolls Royce, but I don't have the money for that. So and I couldn't maintain the car, so it's not a real choice for me. So als würdest du dir denken, ich hätte gern Rolls Royce, aber ich habe nicht das Geld für einen Rolls Royce und ich könnte ihn ja sowieso nicht erhalten, also wähle ich es erst gar nicht. So, and here comes another thing. The acoustic wave, that is the true nature of who we are as infinite beings. Die Sache ist, wir als unendliches Wesen funktionieren aus der akustischen Wellenlänge. Das ist unsere Natur. And actually, it is the representation of the space of infinite possibilities. Und das ist die Repräsentation des Raumes für unendliche Möglichkeiten. Which means actually you could choose anything you desire, even a Rolls Royce. Was bedeutet, du kannst alles wählen, was du möchtest, sogar ein Rolls-Royce. And the funny part of that, so the question is that what is the space that you are making that choice from? Und die Frage ist, was ist der Raum, aus dem heraus du diese Wahl triffst? If you make it from the everyday space of who you are, then it's not a choice. It's not possible for you. Wenn du es aus dem jeden Tag Raum in Space machst, in dem du bist, dann ist es nicht möglich für dich. Es ist keine Wahl. How do you mean that? Wie meinst du das? So, the space that usually people function from in their everyday life. Also der Raum, aus dem die Menschen normalerweise in ihrem jeden Tag, in ihrem Alltag funktionieren. The space that is usually limited by past experience, points of view and logic. Dieser Space ist normalerweise limitiert aus ihren früheren Erfahrungen, aus das, was aus der Vergangenheit und aus Logik. This is not the space of the infinite being who we are. Und das ist nicht der Raum des unendlichen Wesens, das wir wirklich sind. So the big question is, what is the space you are functioning from? Also wäre vielleicht die Frage, was ist der Raum, aus dem du heraus funktionierst? The space of your past and limitations or the space of infinite possibilities. Aus dem Raum von deiner Vergangenheit, aus Limitierungen oder aus unendlichen Möglichkeiten? Because when you start to function from infinite possibilities, then it also starts to like support and contribute to your choices, even if they look very weird and outrageous or impossible. Wenn du anfängst, aus dem Raum des unendlichen Wesens heraus zu wählen und zu sein und zu funktionieren, dann tauchen Möglichkeiten auf, die vielleicht seltsam erscheinen mögen oder komisch oder total außerhalb der Box. And actually, this is what we are doing when we do an acoustic energy pool, that we invite and open up the space of infinite possibilities. Und das ist, was wir tun, wenn wir uns die akustische Wellenlänge Energy Pulse machen. Wir eröffnen den Raum für unendliche Möglichkeiten. And also at the acoustic body class, we work on ourselves and on each other to sort of like open up this space, to make it available all the time. Und auch im akustischen Körperkurs arbeiten wir an uns selber und an anderen, um diesen
unendlichen Raum der Möglichkeiten verfügbar zu haben für uns und für andere. So, what is the future you desire to create? Also, was ist die Zukunft, die du wünschst zu haben? Like, how much it looks like, you know, unreal for you and for the people around you. Wie unwahrscheinlich und undenkbar erscheint das für dich und auch die Menschen um dich herum? And, you know, when I say unreal or unrealistic, how much of that is just a point of view? Und wenn ich sage unreal oder unrealistisch, wie viel davon ist eigentlich nur eine Ansicht? And actually, how much of that is, you know, not willing to recognize what you are aware of about your power to create? Und wie viel davon ist auch deine eigene Blockade, nicht zu erkennen, wie viel Macht du hast, etwas zu verändern? So, what would it take to have access to this space all the time and be able to create your life from that? Also was bräuchte es, immer Zugang zu diesem Raum zu haben, der unendlichen Möglichkeiten und immer daraus zu kreieren? There is a way to do it. I mean, there are many ways to do it, actually. Es gibt Möglichkeiten, daraus zu funktionieren. Tatsächlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, dahin zu kommen und das zu sein. And everyone has access to it, actually. Und jeder hat Zugang dazu, So, wirklich. you know, it's not very complicated. Es ist nicht kompliziert. And the information is easy to receive. Und die Information musst du einfach nur empfangen. It's a question that, what do you choose as your future? Die Frage ist, was willst du als deine Zukunft? Like, are you happy with how your life goes or would you like to change it? Bist du happy damit, wie dein Leben gerade ist, oder würdest du es gern verändern? And of course, would you like to have the tools for that? Und hättest du gern die Tools dafür? So there is one series that's called the Acoustic Energy Pool series that starts next week, Monday, every morning, 7 a.m. Wir machen eine akustische Energie-Serie, akustische Energy-Pull-Serie. Nächste Woche, Montag, um 7 Uhr geht's los. 7 Uhr morgens. So, normally it's always afternoon with you, but this time Yeah. it's in the morning. Normalerweise ist das immer abends, aber diesmal ist es morgens. Because like a lot of people had this idea that, you know, if we start it in the morning, then it will have a, like a fresh effect throughout the whole day. Ja, und viele Leute haben den Eindruck oder das Gefühl, dass wenn wir es morgen damit anfangen, dann fange ich mit einem coolen Energy Kick in den Morgen an. And you know, we selected the topic for pulling in money and all versions of money for 7 days. Und das ist Geld reinziehen, all unterschiedlichen Arten und Weisen von Geld, 7 Tage am Stück, immer morgens um 7. It's a 7-7. Wow, I just realized that I now like 7. I used to hate this number. It was a really strong feeling. Nur ganz kurz außerhalb des Themas, aber ich habe gerade festgestellt, dass ich die 7 neutral bis mag und früher habe ich die Nummer 7 gehasst und ich habe keine Ahnung warum. Und es hat sich gerade realisiert, dass sich das verändert hat. That's funny how consciousness change your mind, even if you're not looking on it. Das ist lustig, wie Bewusstsein, wenn du mit solchen Sachen arbeitest, dich verändert, ohne dass du irgendwo manchmal den Finger drauflegen kannst, sondern nur weißt, oh, es ist anders irgendwie. Sometimes you change and you cannot say what changed Yes. over time, but you know it changed. That's great. It just came to my mind. Funny. I mean, this is the funny part when the space that you are functioning from is changing, then your reality is changing and you can't even compare it to what you had before because it's different. Ja, das ist ein guter Punkt, weil die Realität, aus der du heraus funktionierst, verändert sich und dann kannst du noch nicht mal sagen, was sich verändert hat, weil es einfach anders ist. Und das ist cool. Ja, I'm so happy. Just realizing it. Ich bin ziemlich glücklich darüber gerade. Ich weiß auch nicht, wieso, aber das kenne ich jetzt einmal an.
So this is one of the options. And the other one is the Eurohumanistic Buddy class in Munich at the very beginning of August, like 2, 3, 4 of August. That's a Friday, Saturday, Sunday. Genau. Und die zweite Option, wenn ihr Lust habt, mit dem akustischen Wellenlänge zu spielen, ist der akustische Körperkurs. Anfang August, 2., 3. und 4. August, am Freitag, Samstag und Sonntag. And we are going to work on our bodies and on our whole infinite being to open up the space of infinite possibilities and function from that. Und wir arbeiten mit unserem Körper und mit der akustischen Wellenlänge von unserem Wesen, um uns all den coolen Möglichkeiten zu öffnen, die da sind. And we have a Q&A for this class. Und wir haben ein Q&A für den Körperkurs. Das heißt, wenn ihr interessiert seid und aber irgendwie noch nicht so konkret wisst, um was es da geht, dann könnt ihr gerne diesen Freitag, the 5th, 7:30 p.m. 7.30 Uhr abends, also 19.30 Uhr, dazukommen und Fragen stellen. And so if somebody wants to join in English, also can join, but it will be special for German. Yep. So in English, this Friday, 5th, 7:30 p.m. genau, unten gibt es ein Formular, wo ihr euch anmelden könnt für den Zoom. Und how much is the acoustical body series? No, The Energy Energy Pool Pool Series. Series. Yeah. Jetzt wechseln wir nochmal das Thema ganz kurz. We just changed from topic to topic. This is a bit insane. Yeah. So the 7-day series where we have all the clearings and choices and go through all the different areas of pulling in money. It's 70 € for the 7 days. Also für die 7-Tage-Serie, die nächsten Montag startet, sind es 70 € und 7 Tage um 7 Uhr morgens. Jeden Tag. Genau. Und ihr könnt euch dann unten im Link anmelden. So, see you very soon. Ja, wir sehen uns bald. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns oder meldet euch gleich an. Thank you. A wonderful Danke. day. Danke sehr. Schönen Tag. Bye bye. Bye bye.